Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit Von Null auf Goldcap, Folge Nummer 14. Ich habe gerade die Verkäufe aus dem AHA geholt, beziehungsweise das Gold aus dem AHA geholt, bin bei 3730 Gold, das ist gar nicht mal so schlecht für den Anfang, und stelle jetzt noch das, was nicht verkauft wurde, wieder zurück ins AHA, bevor ich mit meinem Scan beginnen werde. Und ich werde keinen normalen Scan machen diesmal, weil ich immer noch das Problem auf diesem Server habe, dass der Scan viel zu lange dauert und ich sowieso eine sehr kleine Menge an Gold nur zur Verfügung habe, weswegen ich erstmal die Sniper-Operation wähle. Mit vielleicht sogar noch dem Glück, dass ich da was besonders Gutes erwische und vielleicht dem ein oder anderen Wort, was ich dazu noch verlieren kann, wenn ich irgendwas erwische. Wir haben aber wieder eine Menge Fragen, um die wir uns währenddessen kümmern, bevor wir uns am Ende dann der Session angucken, A, ob ich was gefunden habe, B, was ich gefunden habe und welchen Preis das war und was wir in den letzten Tagen so verkauft haben, mit welchen Gewinnen. Ich spiele auf einem der wenig bevölkerten deutschen Server, Aldor Nachtwache Forscherliga. Was wäre der wichtigste Tipp, den du für so kleine Server geben würdest? Naja, genau das auszunutzen, was dein Vorteil ist. Ich bin auf einem Riesenserver hier und im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht hätte ich den echt nicht nehmen sollen, sondern irgendeinen so mittelgroßen Server, mittelgroßen deutschsprachigen, von mir aus auch. Ich bin auf einem riesengroßen Server und das sorgt dafür, dass jeder Scan, den ich im AHA mache, ewig lange dauert. Das wird bei dir vermutlich nicht so der Fall sein. Während ich meine Gruppen also kleiner machen muss, um die Scandauer in einem halbwegs erträglichen Rahmen zu halten. Ich habe bei Silvermoon schon das Problem gehabt und auf dem ist eigentlich ein bisschen weniger los, dass mein Scan so lange gedauert hat, dass ich am Auto-Logout war. Das sind, glaube ich, 30 Minuten. Du kannst das genaue Gegenteil machen. Du kannst deine Gruppen um Gegenstände vergrößern, die ich rausnehme, weil ich halt sage, na, das lohnt sich vom Zeitaufwand her nicht. Du kannst nach Gegenständen gucken, vor allen Dingen im Bereich der nicht aktuellen Mats dürfte es da einiges geben. Erze, Kräuter, Stoffe und so weiter und so fort. Enchanting Mats. Da gibt es immer so einige Sachen, die noch gebraucht werden, die noch gehen. Außerdem kannst du gucken, ob du irgendwo eine tatsächliche Marktlücke entdeckst. Also irgendwas, mit dem der Markt nicht versorgt ist. Eine wirkliche, echte Marktlücke. Nicht versorgt ist, beziehungsweise nur extrem überteuert versorgt ist. Vergleich einfach mal, was kommt dir so in den Sinn, was könnte man typischerweise farmen, und dann guck mal, wie der Servermarktpreis aussieht, verglichen mit dem Regionsmarktwert. Es kann gut sein, dass es auf deinem Server kein oder nur ganz wenige Leute gibt, die alte Erze, alte Elementals, Elemental Fire, Water und so ein Kram, den man teilweise noch braucht, farmen. Die alten Kräuter, die man... Oh Gott, wofür braucht man die Sky Golem? Nee, wofür braucht man die Flask? Vial of the Sand? Es gibt halt so ein paar alte Kräuter aus Qatar, die Whiptail vor allen Dingen und Cinderblumen, glaube ich, auch, die zu enormen Preisen weggehen. Und es kann gut sein, dass es niemanden auf deinem Server gibt, der das gerade farmt. Also Farmen kann potenziell extrem lukrativ sein, wenn man auf dem Server ist, wo nicht extrem viel los ist. Ansonsten gilt eigentlich, du kannst mit denselben Sachen handeln wie auch, du kannst deine Gruppen ein bisschen vergrößern. Ich glaube nicht, dass du insgesamt extrem wenig Umsatzpotenzial hast. Du musst halt nur schauen, was bei dir funktioniert, wo Lücken da sind und wo, möglicherweise beim Craften sogar. Es kann sogar passieren auf ganz, ganz kleinen Servern, dass so wenig gecraftet wird, weil sich keiner die Mühe macht, dass du sogar tatsächlich mit Crafting Gewinne machen kannst. Auf großen Servern ist das nahezu unmöglich, weil da 30, 40, 50, 100 Leute von jedem Beruf Sachen ins AHA schmeißen, aber auf kleinen Servern kann das funktionieren. Ich hätte eine Frage, wie gehst du vor, wenn große Änderungen am Markt in naher Zukunft zu erwarten sind, zum Beispiel durch einen großen Inhaltspatch oder die Öffnung eines neuen Raids? Kaufst du Items mit einer relativ geringen Sale Rate, zum Beispiel Gems, auch in größeren Mengen als sonst, weil zu erwarten ist, dass sich diese besser verkaufen? Nein. Ich spekuliere nie darauf, dass sich irgendwas besonders gut verkauft, wenn irgendein Patch kommt. Weil das genügend andere Leute auch machen und im Normalfall so viele Leute darauf spekulieren, dass es nicht nur nicht lukrativ ist, das zu machen, sondern du Verlust machst, indem du es versuchst. Ich spekuliere nie darauf, dass irgendwas besonders gut funktioniert und keine Ahnung was, müll mir vorher die Bank zu oder sonst irgendwas. Das Einzige, was ich machen werde, ist ganz, ganz vorsichtig mit Gegenständen umzugehen, bei denen ich davon ausgehe, dass der Preis sinken wird. Und manchmal muss man das dann machen, sobald der Patch raus ist, wenn man feststellt, okay, das ist tatsächlich so. Equipment ist eine von den besten
eins von den besten Beispielen. Im Moment wirst du vermutlich 930er Items gut verkaufen können, wenn im neuen Raid-Content 930er Normal Loot ist, 945er C-Loot ist und 69 Mythic, ich weiß gar nicht, ob es 69 sein wird, dann kannst du davon ausgehen, dass die Sachen von den 930er Items, die Preise relativ schnell, relativ stark fallen werden. Ich muss mal gerade kurz gucken, ob mein Scan auch wirklich funktioniert. Lieber die Finger weglassen, als auf die Schnauze fallen. Und nochmal, ich spekuliere nicht darauf, dass irgendwas gut gehen wird. Weil zu jeder Geschichte, die du von irgendwo liest, dass jemand das gemacht hat, erfolgreich, sind 20 nicht erzählte Geschichten von Leuten, die mit auf die Fresse geflogen sind und die es nicht posten. Solange Leute der Meinung sind, alles einzeln reinzustellen, selbst wenn es absolut keinen Sinn macht, Kräuter, Erze, kann niemand effektiv mit größeren Gruppen in TSM arbeiten, weil die Scandauer im Verhältnis zum effektiven Nutzen in keinem Verhältnis zum effektiven Nutzen steht. Mal ganz ab davon, dass man Gefahr läuft, dass der größte Teil der Sachen nach dem Scan nicht mehr verfügbar ist. Ja, der größte Teil nicht, aber ein Teil, ja. Weiß nicht, wie das in TSM 4 aussieht, aber vielleicht bekommen sie erst mal hin, die Scandauer trotz der tausenden Einzelauktionen zu optimieren. Oder Blizzard überarbeitet das Auktionshaus. Letzteres. Ich glaube nicht, dass TSM da irgendwas dran machen kann, weil hätten sie es getan, also könnten sie es, hätten sie schon längst gemacht. Das ist das größte Problem, was alle TSM-Nutzer haben. Und wir reden hier von Leuten, die versuchen, alles Mögliche zu optimieren. Ich habe so einen Einblick gesehen, einen Blogpost, was so alles mit Logikoperationen möglich sein wird und überhaupt, was TSM jetzt schon kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand sitzt und sich dachte, ach komm, die Stunde am Tag, die ich durch Scannen des Auktionshauses verliere, ist mir total egal. Da optimiere ich nicht dran. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer, der sowas Komplexes programmiert wie TSM, sowas Mächtiges wie TSM, ausgerechnet sich an der Stelle denkt, nee, da habe ich gar keine Lust, Zeit zu sparen. Es sind Datensätze, die geladen werden müssen. Jede einzelne Auktion ist ein einzelner Datensatz. Und ich weiß nicht, in welcher Rate das insgesamt passiert. Ich weiß, glaube ich, die Mails aus dem Briefkasten werden schnellstenfalls per Default mit, oh Gott, 0,3 Sekunden oder 0,25 aus dem Briefkasten geholt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich weiß nicht, was die Rate ist, mit der diese Auktionen gescannt werden können, live in-game. Außerhalb des Spiels, also das Web-API ist fantastisch. Das geht halt alles richtig schnell und du kannst auch zum Beispiel so Sachen machen, wie direkt aus deinem Briefkasten wieder zurück ins AH stellen. Alleine das sind schon Funktionen, unabhängig davon, ob das AH besser nutzbar ist. Wenn ich gestern sage, es dauert Ewigkeiten, die Sachen aus dem Briefkasten zu holen, da werden halt auch nur 50 Mails angezeigt. Also warum, wenn das statt 50 Mails 2000 wären, hätten wir alle auch viel weniger Probleme. Oder wenn ich die Möglichkeit hätte, etwas nicht aus dem Briefkasten holen zu müssen, es aber von da aus ins AH zu stellen, was über das Web-API geht. Also, ja. Oh, wir haben Lightweave Cloth gefunden, aber es kann sein, dass das schon weg ist zu dem Zeitpunkt, wo ich es zu kaufen versuche. Übrigens, ich höre ganz, ganz häufig, dass es irgendwie, oh ja, das war sofort weg, das waren Bots. Nee, das sind meistens keine Bots. Du kannst diese Aktion mit dem Kaufen ans Mausrad binden, mache ich ja auch. Du kannst dafür sorgen, dass deine Zeile immer die aktive Zeile der aktuellsten Auktion ist. Spammst einfach Mauswheel und dann sind es die Zehntelsekunde, Hundertstelsekunde Unterschied, die irgendwas früher angezeigt wird durch Lag oder nicht Lag, die entscheidet, ob du die Auktion bekommst oder ein anderer. Es kann sogar passieren, dass jemand, der die Auktion reinstellt, sie quasi als super mega instant verkauft sieht. Ja, also Auktionshaus, TSM kann daran nichts ändern, das Auktionshaus muss optimiert werden und ich glaube, wenn da was leicht optimierbar wäre, hätte Blizzard das längst getan, weil wir in Regionen uns mittlerweile bewegen, wo das Auktionshaus für den Otto-Normal-User quasi nicht mehr benutzbar ist. Wenn Power-User wie wir damit Probleme haben, denkt sich Blizzard erstmal, das ist nicht unsere größte Sorge. Wenn aber jeder User, wenn das für jeden User eine beschissene Erfahrung ist, dann ist es für Blizzard auch auf einer relativ hohen Prioritätenliste. Ich glaube nur, sie können nicht so leicht was daran ändern. Das Ding ist irgendwann mal erschaffen worden, vor 15, vermutlich noch mehr als 15 Jahren, als da die erste Alpha losgegangen ist und wo sich niemand darüber Gedanken gemacht hat, was das mal zu leisten imstande sein müsste. Auch unter anderem deshalb nicht, weil die Auktionshäuser ja schon funktioniert haben, als die Server noch ein viel, viel geringeres Spielercap hatten. Denken wir an Vanilla zurück. Ich weiß nicht die genauen Zahlen, die weiß Blizzard, aber ich schätze mal, die größte, maximale Größe an Vanilla-Servern war vielleicht ein Fünftel oder Zehntel von jetzt.
Also die sind nie dafür designt worden, für das, wofür sie jetzt benutzt werden, die Auktionshäuser. So, weiter im Text. Ich hätte eine Frage. Wenn du zum Beispiel für Crafting mal 200er Stacks einstellt, lässt du die Operation bei mangelnder Stackgröße dann Partial Stacks einstellen? Ja, genauso mache ich das. Ich möchte immer die minimale Anzahl von Auktionen haben und die größtmögliche Menge von Items pro Auktion. Und das funktioniert halt in dem Fall, indem ich Teil Stacks einstelle. Die sind nicht immer der allergrößte Renner. Ich glaube, dass sie trotzdem insgesamt immer noch ein größerer Renner sind als Einzelauktionen. Nicht nur ich glaube, ich bin ziemlich sicher. Und selbst wenn nicht, ich habe es gestern vorgerechnet, warum ich es trotzdem für die bessere Wahl halte. Hey Bardo, hast du eine Idee, warum bei mir die TSM-Makros zum Kaufen nicht funktionieren? Er schreibt, dass das Makro erstellt wurde, auf das Mausrad gelegt wurde, aber ich kann damit nicht sofort kaufen. Trotz Haken in der Einstellung. Nur kaufen oder alles? Weil ich kenne vor allen Dingen die Situation, dass gar nichts mit dem Mausrad-Makro funktioniert. Und ich kann euch allgemein, also es gibt erstmal eine mögliche Begründung, woran das liegen kann. Wenn eure Maus in einem Fenster ist, das einen Scrollbalken hat, wie zum Beispiel, jetzt brauche ich mal einen Balken, ein Fenster mit einem Scrollbalken, ich habe gerade nichts. Egal, dann nimmt dieses Scrollen oberste Priorität ein. Dann ist das Mausrad dafür da, zu scrollen. Zum Beispiel bei mir im Chat kann ich mit Mausrad scrollen. Dann kauft er nichts, dann scrollt das. Es gibt aber auch alle möglichen anderen Add-ons, die potenziell mit dem Mausrad interagieren. Manche von euch haben zum Beispiel vermutlich auf Mausrad Zoom nach oben und unten liegen. Wenn da Zoom drauf liegt, kann es nicht gleichzeitig zoomen und damit kaufen. Und so weiter und so fort. Oh, jetzt muss ich Glück haben. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht kriege ich die Chaos Crystals hier günstig. Noch bevor ich das Geräusch gehört habe, ich bin nicht der Einzige, der vermutlich scannen wird und versuchen wird, die Chaos Crystals zu bekommen. Item was not found. Ah, oh, schade. Ja, das, sowas ist immer sofort weg. Das wäre günstig geschossen. Da hat irgendjemand versucht, die Chaos-Kristalle reinzustellen. Vermutlich hat er den Preis genommen für einen Kristall und hat den für den Stack angegeben. Das ist einer der häufigsten Fehler, den Leute machen. Jetzt geht aber gar nichts mehr. Also jetzt geht der ganze Spaß hier nicht mehr weiter. Jetzt muss ich, glaube ich, komplett neu scannen. Ach, gut, schade. Es wäre so schön gewesen. Das hätte uns natürlich einen fetten Boost gegeben. Müssen wir den Scan... Ach... So, müssen wir den Scan neu machen. Das war die erste Begründung. Wenn irgendwas mit Scrollrad sonst passiert, dann könnt ihr es nicht doppelt belegen mit Scrollrad. Die einfachste Variante, das auszuschließen, ist, das Scrollrad aktiv mit was anderem zu belegen und es dann wieder zu entfernen. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Bei Bartender, Keybindings, so, Scrollrad nach oben, Scrollrad nach unten, auf OK drücken, na, kriegen wir hier was, Lightweave Cloth, das ist jetzt nicht herausragend billig, und dann nochmal Scrollrad, Keybindings, und hier Escape, so wäre es bei Bartender gemacht, Default UI benutze ich nicht. Müsst ihr selber ausprobieren, ob das da auch geht. Eine andere Möglichkeit ist einfach Keybindings, Scrollrad nach oben benutzen, Scrollrad nach oben, nach unten belegen, WUWD. Und jetzt ganz verrückte Geschichte, TSM erzeugt ja ein Makro, das findet ihr unter Makros. Da ist das TSM-Makro, jetzt legt ihr das auf die beiden Tasten hier. Mausrad nach unten und Mausrad nach oben. Und siehe da, ich drehe an meinem Mausrad und er fängt an Lightweave Cloth zu kaufen. Also auch somit könnt ihr das Problem umgehen, indem ihr einfach zwei Tasten definiert, eine Mausrad nach unten, eine Mausrad nach oben und zieht auf beide das TSM-Makro. Manchmal wünsche ich mir, das Stacksystem am AH würde wie bei Eve funktionieren. Dort sind Stackgrößen im AH irrelevant, man bietet eine Zahl von Items und der Preis wird für jedes einzelne mal genannt und der Kunde kann zum Schluss selbst sagen, wie viele er haben will. Allerdings gibt es in Eve auch eine unendliche Stackgröße. Ja, es gibt in 1000 Spielen eine bessere Lösung, selbst Diablo hatte eine bessere Lösung. Wo du im Prinzip sagst, wie viele möchte ich kaufen? Und dann sagt die dir, das wäre die billigste Anzahl von Items, die du kaufen kannst. Und kauft eben die billigsten 107 raus. Egal, ob das 107 sind aus einer 107er Auktion, aus einer 200er Auktion oder von x verschiedenen Leuten, von denen einer 3, einer 12, einer 19 und einer 404 reingestellt hat. Also ja, es gibt tausende Möglichkeiten und ich kann nur hoffen, dass das irgendwann mal komplett überarbeitet wird. Es gibt tausende Möglichkeiten, die besser sind als das, was wir im Moment haben.
Wieder einmal ein gutes Video. Dankeschön. Ich habe Items, welche ich zum günstigsten Preis immer habe, anbieten möchte. Also ich möchte der günstigste Verkäufer sein. Okay, du hast mir also nicht zugehört und interessierst dich nicht dafür, was ich dir erzähle. Wie mache ich das? Das macht TSM per Default. Ich habe nur DB Min Buyout als Option gefunden. Damit listest du es zum selben Preis, der im Moment der minimale Buyout-Preis Buyout-Preis ist. Allerdings habe ich hier das Problem, dass TSM ja nur alle paar Stunden updatet. Einmal pro Stunde. Und ist daher in der Regel nicht der aktuell niedrigste Preis ist. Ich glaube, es datet auch ab, wenn du händisch einen Gegenstand suchst. Zurückgespult. Per Default unterbietet TSM immer. TSM stellt immer automatisch zum günstigsten Preis rein. Es sei denn, du sagst ihm explizit, dass es das nicht tun soll. Dass es das nicht tun soll, muss ich das wirklich erklären? Weil ich erkläre es eigentlich in meinem TSM-Guide, wie genau das funktioniert. Also, du hast einen Minimumpreis, den kannst du beliebig definieren. Wenn dein Minimumpreis ein Kupfer ist, dann unterbietet TSM jeden, solange er mindestens 2 Kupfer bietet. Du willst das meistens nicht. Ich würde es nicht wollen. Denn du kannst damit ganz leicht ausgetrickst werden. Ein Gegenstand ist 100 wert. Irgendjemand rafft, dass du immer unterbietest. Und anstatt es für 90 reinzustellen, wie es normalerweise tun würde, stellt es jemand für 15 rein und du stellst es dann für 14,99 rein, weil du ja gesagt hast, ich möchte immer unterbieten. Deswegen wähle ich halt den Weg, mir zu überlegen, was der niedrigste Preis ist, den ich haben möchte. Default bei mir, bei Schrott, den ich loswerden will, ist 50% DB Market. Das ist meine Liste für alles, was ich einfach nur schnell loswerden will. 50% DB Market, das setze ich als Mintpreis und sage, wenn die Auktionen unter diesem Mintpreis sind, stell es für meinen Mintpreis rein. Wenn also das Ding auf 15 Gold sinkt, bei einem Gegenstand der 100 Werte, stelle ich es dann für 50 rein. Was das Handeln hier immer habe trifft, ist mein Default-Preis und Minimalpreis einfach 100% DB Market. Mich interessiert das nicht, ob ich unterbieten könnte, ich mache es einfach nicht. Ich unterbiete nicht. So, das ist die erste Frage, die wir hier haben. Ich muss mir demnächst mal die letzte Frage irgendwie markieren. Dann spule ich nicht immer zu ersten wieder vor. So, das soll es gewesen sein für heute. Jetzt stehe ich natürlich vor dem Problem, dass ich tatsächlich noch nicht die 3000 Gold ausgegeben habe, die ich vorhatte auszugeben, weil um diese Zeit, es ist 4:30, das ist eigentlich gar keine so schlechte Zeit zum Snipen, ich es trotzdem nicht geschafft habe, alles loszuwerden. Ich denke, ich muss mit diesem Problem wohl leben, dass ich jetzt innerhalb von fast 20 Minuten nur 700 Gold MAH durch Snipen ausgegeben habe. Oh, das ist alles gar nicht mal so leicht hier auf dem Server. Also, ich nehme alles zurück, dass ich gesagt habe, man möchte einen möglichst vollen Server haben, um immer hart zu handeln. Es gibt Server, die so groß sind und so voll sind, dass es absolut sich nicht mehr lohnt. Wir haben im Moment 3000 Gold. Wir haben 1254 in Form von Auktionen. Nehmen wir noch das aus dem AH, was wir haben, den Stoff, stellen den auch rein und überschlagen dann mal, wie viel wir insgesamt haben. Preise ändern sich natürlich auch zum Teil von Tag zu Tag, sodass es sein kann, dass man dieselben Dinge noch besitzt, aber trotzdem der Gesamtwert der Auktion sich nach unten verschiebt. Jetzt kann man übrigens mal sehen, wie viele Lightweave Cloth im AH sind. 6 Seiten nur? Mensch, das ist viel, viel weniger, als ich erwartet hätte. Ich hätte erwartet, dass 20 Seiten Lightweave Cloth im AH sind, aber es scheinen sich zumindest relativ viele Leute mittlerweile gedacht zu haben, dass es vielleicht Sinn macht, Stoffe in großen Stacks zu verkaufen. Denn das ist ja was immer viele Leute sammeln, wo auch viele Leute Teilstacks haben, dadurch, dass man halt beim Questen immer wieder mal kleinere Mengen davon bekommt. So, jetzt muss ich nur noch warten, bis das Ganze gepostet ist. Wenn wir mal irgendwann weniger Fragen haben, gehen wir so ein bisschen auf die Stats ein. Aber im Moment gibt es noch nicht viele Stats. Player Gold 3000, 2600, wir sind bei 5600 gesamt. Also Optash plus Auktionswert. Die ganzen Statistiken werden erst interessant, wenn wir wirklich ein bisschen was zum Umsetzen haben. Ich wünsche euch einen angenehmen Nachmittag und sage bis morgen. Tschüss, euer Onkel Balo.